Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, dann wollen wir mal in die Knochengrube. Und dann wollen wir mal gucken, ob an dem Aberglauben ein bisschen was dran ist oder nun nicht. Drachenjunges? Ich erzähle, das würde ich dem Schlaf haben. Okay. Aber wo Drachen jung sind, sind auch Drachen. Na, sollte ich vorsichtig sein. Und zwar sehr äußerst vorsichtig. Ey, hör auf, mich hier durch die Gegend zu schieben. Ich bin auch noch gar nicht fertig, werter Drache, der wo wahrscheinlich Feuerimmunität hat, oder? So, du sollst auf dem bleiben. Ich glaube, das war der letzte. Das war nicht meine Entscheidung. Okay. War das jetzt wirklich der letzte oder kommt da gleich noch einer? Ich wollte gerade fragen. Oh, jetzt. Ja, Lootfinger halt. Mhm. Knochenberg, nimm mal mit. Die jedoch nicht. Hä? Wo denn? Was denn? Wer dann? Da oben ist, sind noch Drachenjungen. Na gut. Ja, da kommen gleich noch mehr. Prügeln wir sie einfach weg. Wie viele habt ihr, Hawk? Keine Ahnung. Ich hab's gerade nicht gezählt. Ich habe mich jetzt nur gefragt, warum wir jetzt hier... Okay, aufbereitetes Lyrium haben wir hier. Hier hinten haben wir noch Schutt. Den nehmen wir auch mit. Die Tür ist zu, da kommen wir nicht durch. Mhm. Da bleibt uns dann nichts anderes, als hier oben hochzugehen. Ja... Vielleicht haben wir hier auch einen Drachenhort und finden dementsprechend auch ein bisschen Kohle. Bringen wir es hinter uns! Auf jeden Fall haben wir hier schon mal jede Menge Drachen. So, und zack. So. Hat gut gesessen. Ja, Feuer bekämpft man üblich mit Feuer, ne? Das würde Bianca auch allein schaffen. Okay, sie sieht aber auch übertrieben aus mit ihrer kompletten Rüstung. Na gut, Schutt haben wir hier hinten nochmal. Ein Helm. Hier hinten liegt noch ein Sack. Den Sack der Säcke mit einem kaputten Holzschild. Na gut. Was haben wir hier hinten noch? Ah, nichts. Nichts ist auch okay. Zu den Wappen! Oh, hier haben wir noch einen Drachen, Junges. Na? Ich könnte ja mal kurz schauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Helm bekommen, den ich bestimmt noch nicht mal... Helm des Siegers. Der braucht schon 18 Stärke. Wir kommen immer weiter in den Stärkebereich rein, ja. Mana- und Ausdauerregeneration. Und hier hätten wir noch Verteidigung. Und die Robe, naja, wie gesagt, da bin ich mir noch unschlüssig. Wir haben hier sonst noch einen Streitkolben. Mit 13 Schaden und 41 Angriff. Aber ich nehme mal hier noch die Erzeugung von Bedrohung mit drinne. Stäbe haben wir keine und naja, Armbrust auch nicht. Jetzt können wir hier nochmal kurz bei den Amuletten gucken. Plus Gesundheit. Okay, was hattest du? Angriff. Angriff ist okay. Na, eigentlich Feuerschaden für dich.
Wobei, du machst ja eigentlich gerade keinen Feuerschaden so richtig, ne? ja, du machst ja Elektrizität. So, Gesundheit hätten wir sonst noch im Angebot. Du hast noch nichts, deswegen kriegst du Gesundheit. Und du kannst noch den letzten Ring hier kriegen mit Körperteilschaden oder so. Und der Drache hat nochmal einen Ausdauertrank fallen gelassen. So, bist du alleine? Nein. Aber kommen erstmal alle zusammen hier. Ja, wunderbar. Wenn ihr nämlich schön zusammensteht, dann brauche ich nicht so viele Attacken auf einmal machen. Und kann euch alle schön pulverisieren. Ach, von hinten auch nochmal. Okay. So, und lass sie mal in Ruhe. Das geht ja hier mal gar nicht. So, haben wir noch einen? Laut Karte nein. Kampf vorbei. Gut, hier haben wir jetzt nochmal ein bisschen was zu looten. Noch ein Säckchen. Ja, so kommt man natürlich auch an sein Geld ran. Ein Tiefenpilz, okay. Da sind schon die nächsten. Ja, immer schön zusammenkommen, ne? Damit ich nur eine Attacke brauche, um nicht alle anzuführen. Das finde ich immer ganz gut. So, hier können wir auch nichts weiter machen. Das Ding kriegen wir auch nicht auf, oder? Achso, ich dachte, das wäre ein Hebel. Das ist einfach nur irgendwas reingesteckt in die Tür. Na gut. Schauen wir mal. Da hinten liegt nochmal Schutt. Dann schutten wir mal alles auf hier. Andraste sei gepriesen, dass ihr des Weges kamt. Die Drachen hätten mich mit Sicherheit aufgespürt. Ganz ruhig. Erzählt mir, was hier geschehen ist. Ich sage euch, was ich weiß, aber tut mir den Gefallen und sprecht leise. Da ist noch ein Drache in der Nähe. Woher sind die Drachen gekommen? Wir haben einen neuen Tunnel gegraben, dann stürzte eine Wand ein und die Drachen kamen heraus. Es war ein Gemetzel. Ich hatte fürchterliche Angst und bin gerannt, als stünde mein Hintern in Flammen. War vermutlich auch so. Aber ich bin in die falsche Richtung und saß dann hier in der Falle. Konnte sonst noch jemand entkommen? Einige meiner Kameraden rannten zur Oberfläche. Hoffentlich haben sie es geschafft. Ihr solltet zusehen, dass ihr hier rauskommt. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Ihr solltet auch gehen, aber nicht da entlang. Dort ist dieser riesige Drache. Gehen wir diesen Weg? Ich habe noch nie einen großen Drachen gesehen. Okay. Ja, wir gehen den Weg. Kante der Knochengrube. Weil wir haben ja den Auftrag, hier alles abzusichern. Ah, noch eine Kiste. Mit einem Schild sogar drin. Ne? Sollten wir gleich nochmal die Ausrüstung überprüfen. Gut, machen wir das auch mal gau. Ein Schild könnte doch sicher helfen. Ah, es ist... Nein. Leider nicht, leider nicht. Nicht besser. Hm. Ansonsten hätten wir jetzt schon wieder Accessoires. Was haben wir hier? Fingerfesseln der Galgenburg-Sklaven. Okay, Gesundheit und Verteidigung. Ja, dann kriegst du einmal einen Ring. Da haben wir jetzt alle ein bisschen Ringe. Ring des Magiers. Ich hätte hier noch einen mit 14 Angriff. Gegen Verteidigung und Gesundheit? Nee. Mana Ausdauer, komm, du nimmst mal hier so einen etwas besseren Ring. Das passt doch schon viel besser. So, und dann gucken wir mal, dass wir uns mit einem Drachen fetzen.
Bin ja jetzt mal gespannt. Es geht! Okay, ausgewachsener Drache. Ich dachte jetzt so ein kleiner, süßer Drache. Gut, teilen wir uns mal erstmal ein bisschen auf hier. Okay. Mehr Eis habe ich jetzt nicht. Na gut, dann kriegst du noch Feuerregen hinterher. Okay, und dann muss ich auch schon den Lyrium-Trank laufen. Hälfte haben wir. Ja. Autsch. Au, 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 au. Okay. Na komm schon. Okay. Fetter Drache. Ein Bogen. Okay. 63 Angriff, 7 Naturschaden im Umkreis von 2 Metern. Drachenreißzahn. Na denn. Und hier hinten liegt nochmal Schott. Helm des Sieges. Hatten wir den nicht schon mal? Okay, nehmen wir mal mit. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ne, sonst kommen wir hier auch nirgendwo hin. Gut, dann können wir das Gebiet schon verlassen. Das war die Knochengrube. Dann holen wir uns... Kaum so gehen wir einmal raus. Werden wir in der Stadt erschlagen. Okay, Überreste bärtigen Bestie. Aufgaben eines Kräuterkundigen. Ja, die haben wir ja noch nicht fertig. Dann geben wir erstmal die Bestie ab. Ich denke, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ihr erinnert mich an Haren Peibel, Beric. Nur jünger. Achso, das ist ein Gruppensammelhorn. Und nicht ganz so ernsthaft. Also eine wahrhaft frappierende Ähnlichkeit. So, dann schauen wir mal. Naja, er erzählt Geschichten. Genau wie ihr. Allerdings beginnen seine nie mit den Worten... Also, ungelogen, es war so. Dann braucht er dringend ein paar bessere Geschichten. Ich habe hier etwas, das euch gehört, Sarah. Ich habe meine Schulden. Diese Docks. Okay. Also es gibt recht viele solcher Questen mit... Wir gehen einfach mal nur hin, geben irgendwas Gefundenes ab. Und zwar recht, recht viele. Okay. Irgendwas mit Knauf. Haben wir schon wieder irgendeinen Knauf gefunden, von dem ich keine Ahnung habe. Ja, sieht so aus. Wie lange muss ich denn noch warten? In der Kaserne ist nicht viel Platz. Aber es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, das euch gehört. Das habt ihr gefunden? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tja, einfach danke. Hätte gereicht. Gibt aber gut EP, wenn man jetzt nur die gefundenen Sachen hier größtenteilig abgibt. Guten Tag, Sarah. Guten Tag, liebe Stadtwache. So, dann haben wir jetzt hier noch die Knochengrube, die wir jetzt auch dann dementsprechend abschließen können. Jetzt kommen wir bloß gerade von unten. Von oben. Nicht von unten. Muss jetzt hier einmal komplett bis durch, ne? Okay, wir könnten eigentlich auch nochmal einen kurzen Abstecher machen. Schaden wird's bestimmt nicht. So, dann stechen wir mal kurz hier rum. Evelyn. So. Ich habe hier etwas, das euch gehört, Sarah. Es ist zwar töricht, sich nach so einem alten Ding zu sehnen, aber ich danke euch, dass ihr mir den Weg erspart habt. Bitte. So, dann bin ich mal gespannt, wie unser Knochengrubentyp uns bezahlt für einen Drachen.
Ich habe euer Problem gelöst. Was ist geschehen? Einer der Arbeiter hat erzählt, ihr hättet ihn vor Drachen gerettet. Ich habe ihn für diese Lüge in Ketten legen lassen. Nun, er hat nicht gelogen. Ihr könnt euch die Leichen vor Ort selbst ansehen. Aber ich dachte, die wären ausgestorben. Ich glaube euch natürlich. Und jetzt sind sie wieder ausgestorben. Die Mine ist sicher und die Leute können weiterarbeiten. Ich habe alle Drachen erwischt. Für den Moment müsste es sicher sein. Reden wir über eure Bezahlung. Ihr wart mir eine große Hilfe. Ihr habt viel mehr getan, als ich erwartet hatte. Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenarbeiten? Ich biete euch die Hälfte der Mine an. Wenn ihr eure Landsleute beschützen könnt, werden wir beide reich. Warum solltet ihr mir die Hälfte eures Geschäfts anbieten? Ich habe meinen Geschäftssinn 10 Jahre lang in Val Royeaux geschult. Ich habe sogar einmal Kaiserin Selene ein Sitzkissen verkauft. Einfach gesagt, ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. Also, was sagt ihr dazu? Es klingt gut für mich. Dann zu unserer ersten Geschäftspflicht. Wir müssen den Verlust der Arbeiter ausgleichen. Ich werde neue Leute anstellen. Es laufen zwar viele verzweifelte Ferelden herum, aber es wird trotzdem eine Weile dauern. Ihr müsst die überlebenden Arbeiter zur Rückkehr bewegen. Sie sind in der Unterstadt. Sagt ihnen, dass die Knochengrube wieder sicher ist. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. 3 Sovereigns erhalten. Und dann müssen wir jetzt einmal... Können wir jetzt eigentlich eine Rune herstellen? Haben wir eigentlich schon solche Materialien da? Nur die Rune des Schutzes können wir herstellen mit 1 Lyrium. Ja, wir haben ja nicht wirklich viel, ne? Also, Drachenblut? Warum haben wir kein Drachenblut? Wir haben doch einen Drachen getötet. So, dann müssen wir sie in der Unterstadt wieder zurück an die Arbeit schicken. Dann wollen wir mal gucken, ob wir sie auch wieder an die Arbeit kriegen. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Varric. Dann hab... Gucken wir hier nochmal kurz rein. Vielleicht hat der ja auch noch irgendwas Schönes, was wir gebrauchen könnten. Nö. Da kann ich bei dir eben halt nur meinen Plunder loswerden. Zurück ins Gesindeviertel geschafft. Ich weiß gar nicht, wie ich in der Dunkelstadt gelandet bin. Es gibt einfach zu viele Straßenecken in Kirkwall. Habt ihr die Garn? So, ich guck mir jetzt mal hier ein bisschen alles an. Auf jeden Fall nochmal ein Dolch hier. Aber ansonsten nichts. Ich habe sie in meinem Haus gelassen. Bei dem Schmuck, hier haben wir schon wieder Stäbe. Aber gegen die 17er Stäbe kommen sie nicht an. Auch gut. Oh. Gegner hinterlassen mehr Geld. Aha. Ausdauer, Mana, Verteidigung und was? 106. Ich wollte gerade 1006 Feuerresistenz. Wie viel Prozent braucht man denn da? Amulett des Einflusses. 7 Gesundheit und Gegner hinterlassen mehr Geld. Das gönne ich mir mal. Das werden wir dann auch gleich mit ausrüsten. Rune der Feuerabwehr. Na. Okay. Aber keine Sorge, solange wir Hawks. Gucken wir mal. Ich hatte jetzt nur eins mit Feuerschaden, das heißt, das behalte ich auch mal. Er hat 7 Gesundheit, komm, Amulett des Einflusses, ne? Das ist doch deutlich besser. Sie hatte eins mit Angriff und sie hat eins mit Feuerschaden. Wobei Feuerschaden jetzt nicht viel bringt, deswegen kriegst du jetzt erstmal Gesundheit. Und den Gürtel mit Feuerschaden, ne? Okay. Ein Magie, ein Mana. Ja, warum nicht? Was hatte ich für einen Gürtel? 14 Angriff. Ja, ist auch okay. Kann man mit. Nehmt sie nächstes Mal mit, Gänseblümchen. Nur zur Sicherheit. Ich finde ihn immer voll süß, wenn er sie Gänseblümchen nennt. So. Bekleidungsgeschäft. Hier haben wir auch nochmal was. Stab des Akolyten.
Nö. Ich könnte ja aber schon mal das Großschwert geben. Na, bei dem Schild bin ich mir noch nicht sicher. Aderlasser, ne, wer für Schurke? Der Nackenbeißer, Schwan, ja, klingt eigentlich auch ganz cool. Gut, nehmen wir erstmal den Dorn der Ratte weg und hier bei den Helmen, da siehst du, ich hatte sogar schon mal einen des Sieges. Ja gut, denn einen des Sieges brauchen wir ja nur. Und den Rest behalten wir erstmal. Ach halt, ich wollte ja noch komplett durchgucken. Ah, Rucksack. Und Rüstung plus Gruppe. Fügt Runenfeld hinzu, Varric. Okay. Haben wir doch was gefunden? Ah. Das heißt, seine Rüstung ist jetzt auch schon etwas besser. Nicht schlecht. Mal was gefunden, was für Begleiter ist. Das heißt, wir müssen auch fast jeden Händler einmal abklappern hier, denke ich mal. Habt ihr etwas für mich übrig? Hier haben wir noch einen Rüstungsständer. Schauen wir hier mal. Kirkwall-Schild. Nö. Schattenhelm. Haube des Gefolgmannes. Kritische Trefferchance. Nee. Gardisten. Oh! Evelyn! Erhöht den Angriff. Na denn? Bitteschön, Evelyn. Das ist schon mal ganz cool. Und hier hinten liegt sogar noch Schutt, den ich nicht geplündert habe. Was für ein Wuppar. Niemand befolgt mir das Gesetz. Hey! Ihr seid doch der, der mich vor den Drachen gerettet hat. Und ihr kommt sogar auch aus Ferelden. Tausend Dank, dass ihr Jensens wertlose Haut gerettet habt. Wertlos? Mein Hof hat halb Südhang mit Auberginen versorgt. Ach ja? Und meine Aubergine war für die Hälfte aller Bastarde in Südhang verantwortlich. Ihr seid ein wahrer Held. Nun, was führt euch hierher? Ich habe die Drachen getötet. Ihr könnt beruhigt an die Arbeit zurückkehren. Was ist, wenn da noch mehr Drachen kommen? Oder was Schlimmeres, wie etwa größere Drachen? Wenn ich ohne Arbeit zu meiner Alten zurückkehre, reißt sie mich in Stücke wie jeder andere Drache. Was sollen wir tun? Dieses Schwein Hubert ist der Einzige, der uns anstellt. Mir gehört jetzt die Hälfte der Mine. Ich sorge für Sicherheit. Wirklich? Es wäre schön für einen der unseren zu arbeiten. Wenn ihr uns nicht gerecht behandelt, wer dann? Zurück an die Arbeit, Jungs. Ich nehme Hubert mit Freuden noch ein paar Münzen ab. Okay. Ob es schon Zeit für das ging einfacher als gedacht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich das Gebiet verlassen. So, und müssten jetzt... Ne, in der Knochengrube ist jetzt nichts mehr. Müssen wir jetzt wieder zurück in die Oberstadt? Und ihnen jetzt Bescheid geben? Eigentlich... Nö. Mal gucken. Ich habe die Arbeiter überredet, wieder an die Arbeit zu gehen. Großartig! Ich wusste, ihr würdet mit diesen Faulpelzen fertig werden. Das war's? Okay, gut. Vielleicht dauert das ja ein bisschen, bis die Mine was abwirft oder so. Ich weiß es noch nicht. Gut, machen wir aber an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.